Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute gibt's das erste Dedra-Quest-Video. Ja, und das erste ganz einfach, weil dieses der erste Quest ist, den ich gemacht habe. Nicht, dass das von der Reihenfolge oder so sein müsste. Es gibt insgesamt 16 Dedra-Fürsten und 15 Dedra-Quests. Die 16. Quest ist eingebunden in die Diebesgilde, die kann also so nicht separat ausgesucht werden. Und ich habe mir als erste Quest, was ich auch sinnvoll fand, der schwarze Stern ausgesucht. Da geht es um den Schrein von Azura. Das werdet ihr sicherlich auch in eurem Quest-Tagebuch finden. Besucht den mal, diesen Schrein. Und der liegt halt in der Nähe von Winterfeste. Der macht halt Sinn. Überhaupt diese ganzen dedrischen Quests machen halt Sinn, weil es da dort relativ einzigartige Sachen zu finden gibt. Und diesen schwarzen Stern oder halt Azura-Stern kann man richtig, richtig gut gebrauchen, wenn es hinterher um das Thema Verzaubern geht. Und Verzaubern wollte ich ja beim letzten Mal schon zeigen. Gerade konnten wir auf der Landkarte sehen, wie ich hier Richtung Azuras Tempel gereist bin. Hübsches Fleckchen Erde. Ich habe jetzt ganz einfach da mal 3-4 Stunden gewartet, bis ich hier Tageslicht hatte. Habe ich gedacht, sieht fürs Video einfach schöner aus, oder? Schon ein ganz imposantes Tempelgebilde hier, sag ich jetzt mal einfach so. Generell gibt es hier bei der Quest, der schwarze Stern, 2 verschiedene Enden. Da werde ich zum Schluss aber nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Das Dedra-Artefakt, was ihr hier kennenlernen werdet, ist quasi ein Seelenfänger, ja, ist ein sehr starker Seelenstein, der sich nicht zerstören lässt. Ihr könnt diese Quest jederzeit machen, das ist eine Quest ohne Levelvorgabe, ihr könnt die also auch von mir aus als erstes machen. Ich habe sie jetzt mit ungefähr hier Level 15, 16 gespielt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Vielleicht solltet ihr das glauben, um eurer Rolle als Azuras Champion besser gerecht zu werden. Kämpft nicht dagegen an. Azuras Prophezeiungen erfüllen sich immer. Sie zu leugnen würde bedeuten, sich kopfüber und ohne Licht in die Dunkelheit zu stürzen. Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß, aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Sie ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Ja, es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen. Die Dunmer, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels vor fast 200 Jahren aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Ja, wie vielleicht von meinen Skyrim-Videos gewohnt, lasse ich ganz gerne diese Dialoge hier komplett drin oder unkommentiert, schneide dafür ein ganz klein bisschen mehr so epische Kämpfe oder so zusammen, weil ich finde so dieses Drübergekloppe in den Dungeons und so, das ist zum Spielen zwar richtig geil, aber ich persönlich möchte jetzt nicht zugucken, wie einer 15 Minuten lang irgendwie gegen 20 Orks kämpft, das kann ich dann eher zusammencutten, finde ich, als wie hier so ein Element, was einfach Geschichte und Hintergrundinformationen liefert. Hier können wir sehen, die Quest der Schwarze Stern, finde den Elfen
Magier aus Araneas Vision. So, dafür müsst ihr zurück nach Winterfeste reisen. Ist auch wirklich keine schwierige Quest, finde ich. Bietet aber, ja, gerade fürs nächste Video oder für ein Video, was ich mir vorgenommen habe, rund ums Thema Verzaubern einfach einen coolen Artefakt. Normalerweise müsst ihr einen Seelenstein benutzen, um einen Gegenstand zu verzaubern. Das konnte man vielleicht in meinem letzten Video kurz sehen. Da habe ich das Thema schon mal angerissen. Und wenn ihr den Seelenstein benutzt habt, ist der halt futsch. Ja, und diese beiden Sterne, also es gibt zwei Varianten, die wir hinterher absahen können, die gehen ganz einfach nicht kaputt. Da wird dann zwar die Seele verbraucht, wenn ihr jetzt eine Waffe verzaubert, aber der schwarze Stern bzw. Azura-Stern bleiben euch auf jeden Fall erhalten. Und jetzt sind wir erstmal zurück in Winterfeste. Irgendeiner quatscht uns immer dumm von der Seite an. Ihr geht dann, ah ja, der Drache kam auch noch, das schneide ich euch aber jetzt raus. Wie der Drachenfight jetzt mit mir ausging, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ja? Der Drache hatte nicht sonderlich viel zu lachen. So, dann also erstmal ab in die örtliche Kneipe von Winterfeste. Ihr könnt hier mit dem Wirt reden, der wird euch dann ins Nachbarzimmer verweisen. Da sehen wir, ihr fragt hier nach dem Elfenmagier, der sitzt einfach in einem Raum nebenan. Ihr könnt auch direkt nach rechts rübergehen, aber stimmungsvoller ist es natürlich, wenn ihr vorher fragt, hey, wo ist denn der Typ überhaupt? Im Folgenden wird es auch verschiedene Dialogoptionen geben, also ob ihr dem Magier quasi einschmeichelt, dem Geld bietet, dem droht oder so. Das kommt aber letztendlich alles aufs Gleiche raus, kann ich euch schon mal sagen. Das habe ich ein bisschen zusammengekattet. Ich habe mir da eine Menge Zeugs erzählen lassen, was jetzt eigentlich nicht so zum Thema der Quest gehörte. Deshalb gibt es das hier in der Cut-Version. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der agonischen Maid und dem rüstigen Baron. Beruhigt euch. Ich werde euch alles erzählen. Was wisst ihr über Seelensteine? So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich, außer einem. Azuras Stern, ein daedrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Irinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. So, nachdem ihr hier mit dem Nelaka geredet habt, geht es einfach darum, dass ihr den Stern von Azura findet. Und ihr seht hier, ihr müsst reisen nach Ilinaltas Tiefe. Und das ist wirklich weit weg, ja. Also eine Quest nicht eben um die Ecke. Und ich hatte auch keinen Speicherpunkt, also gefundenen Ort in der Nähe. Das hat mich schon einiges an Zeit gekostet, hier zu dieser versunkenen Burgruine hinzureisen. Da geht es durch diese Falltür hier ab ins Tiefe und ins Dunkle. Ist dann so ein typisches Dungeon-Szenario, also ihr geht halt rein, schlagt alles tot, was so kommt, und geht hinterher mit dem Teil wieder raus. Was ganz schön gemacht ist, finde ich die Atmosphäre. Also ich finde, Skyrim bietet doch ein bisschen mehr als wie immer nur dieselbe Höhle. Ja, also einfach hier so ein Szenario von so einer umgekippten Burg, die halt unter Wasser liegt und so. Finde ich, ist schon ganz schön gemacht. Überhaupt diese Daedra-Quest eignen sich ganz schön für Videos, muss ich sagen, weil es immer so abgeschlossene Sachen sind und meistens die Quests auch nicht so immens lang sind. Und es gibt zum Beispiel noch so eine Ebenerz-Harnisch-Rüstung, ein sehr schweres Teil, was einen sehr guten Schutz bietet. Es gibt so eine coole Maske, die finde ich ganz gut, die verbessert zum Beispiel eure Redekunst und so, sieht aber einfach hübsch aus. Was gibt's noch? Es gibt einen sehr dicken Hammer von einem Riesen,
Der heißt Volendrung. Ja, also das Teil sieht eigentlich so groß aus, als wenn ich das nicht tragen konnte. Es gibt verschiedene Klingen und Streitkolben und so und halt alles so Waffen, die ihr sonst ganz einfach nirgendwo im Spiel findet. Und insgesamt, ja, sind es halt so kleine Quests, die sich zwischendurch mal spielen lassen. Da muss man sich dann jetzt nicht halt irgendeiner Bruderschaft oder so anschließen, um da weiterzukommen, sondern ihr könnt wirklich diese Quests nacheinander abarbeiten. Ja, falls ihr gerade an der Stelle sein solltet, dann müsst ihr einmal durchs Wasser schwimmen, auf der anderen Seite wieder auftauchen, für eure Begleiterin, falls ihr eine dabei habt, eben die Brücke runterlassen. Die will sich natürlich nicht ihr Röckchen nass machen. Und dann geht es hier um die Ecke rum. Das Szenario habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen und erkannt. Und dann müsst ihr hier durch dieses plätschernde Wasser durch. Falls ihr es hell genug eingestellt habt, könnt ihr es sehen. Da gibt es dann einfach nochmal ein weiteres Tor. Und ich hatte hiermit eine Menge Gegenwehr gerechnet. Ja, aber hier waren anscheinend doch schon alle tot. Und auch die letzten Ratten haben das sinkende Schiff, nee, die sinkende Burg hier bei Skyrim ganz einfach verlassen. Ja, also ich, Hauptsache, ich schleiche hier so eine Stunde mit dem Bogen durch die Gegend. Ja? Und da sehen wir das gute Stück, was es zu finden galt. Das ist Azuras Stern. Der ist zerbrochen, macht aber nichts. Mitnehmen heißt hier die Devise. Ja, und sobald ihr den genommen habt, könnt ihr auch schon beide Optionen jetzt hier im Bild sehen. Und zwar könnt ihr den Stern halt unterschiedlich wegbringen, sage ich jetzt einmal. Ihr könnt den entweder zu Aranea bringen, das war diese Priesterin am Azura-Tempel, oder ihr könnt ihn zu Nelaka bringen. Und dementsprechend endet die Geschichte auch ganz einfach unterschiedlich. Wenn ihr die Quest eben bei Aranea beendet, dann repariert sie auch diesen Stern, dann bekommt ihr halt einen weißen Stern von Azura und der ermöglicht es euch quasi Monsterseelen einzuschließen, also im Grunde genommen Tierseelen. Und wenn ihr den hier bei Nelaka abgebt, dann repariert ihr den auch und dann bekommt ihr aber den schwarzen Stern und mit dem schwarzen Stern könnt ihr halt menschliche Seelen einfangen. Ist vielleicht ein bisschen verwerflicher und vielleicht wollt ihr die gute Aranea da oben am Tempel nicht enttäuschen. Ich habe mich aber dafür entschieden, ich wollte den schwarzen Stern behalten. Ich habe den prinzipiell für die stärkere Variante gehalten, ganz einfach, weil die menschlichen Seelen haben immer volle Power. Ja, eine Rattenseele hat halt einfach keinen Wumms, wenn ihr hinterher mal ein Schwert verzaubern wollt. Jetzt geht's um Folgendes. Der Nelaka repariert diesen Stern. Damit ihr diesen Stern aber benutzen könnt, das ist im Übrigen bei Aranea genau dasselbe, müsst ihr noch in den Stern hinein und Marlin Varen töten. Das werden wir jetzt im Anschluss sehen und ja, dann haben wir das gute Teil sicher. Seelen dürfen nur hinein, aber nicht hinaus. Wenn wir irgendwie eine Seele in den Stern schicken würden, eine, die bereit wäre, Marlin von innen zu überwältigen. Gut. Bleibt ganz ruhig. Das könnte wehtun. Zuerst muss ich mich eurer Seele bemächtigen. Jetzt atmet tief ein. Ah, meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Wartet. Irgendwas mit euch ist anders. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Ja, da hat der Marlin jetzt wahrscheinlich nicht mitgerechnet, dass ich hier reinkomme und ihn aus seinem Stern rausreiße. Und ich muss gestehen, das habe ich hier auch zum zweiten oder zum dritten Mal gespielt, weil meine Taktik war hier nicht ganz so klug. Hier sehen wir einfach die beste Variante von allen. Ich habe hier diese drei Gegner mit Furuta umgeschubst und kann die dann erstmal, während die noch größtenteils am Boden liegen, fertig machen. Jetzt gibt es so eine Variante, warum ich das auch zum zweiten Mal gespielt habe. Ihr könnt jedem ein Daedra-Herz abnehmen, den ihr da geschlagen habt. Ja, das reißt ihr den quasi raus, sag ich jetzt mal. Und nachdem ihr Marlin Varen getötet habt, werdet ihr aus dem Stern wieder rausgeholt. Also nehmt zuerst das Daedra-Herz bei jedem eurer Gegner mit. Dann habt ihr halt eine schöne Sache, die ihr sonst auf jeden Fall teuer kauft. Ha!
Marlins Verzauberungen sind gebrochen. Wartet, ich hole eure Seele dort heraus. Macht euch bereit. So, damit ist die Quest eigentlich auch schon so gut wie abgeschlossen. Wenn ihr diese Quest schon gespielt haben solltet, dann postet mir doch ganz einfach mal in die Comments, ob ihr euch für den schwarzen oder den weißen Stern entschieden habt. Das finde ich ganz interessant dabei. Schon gut. Die Taubheit wird vorübergehen. Überanstrengt euch nur nicht. Wir haben es geschafft. Der Stern wurde von Azura entfernt. Und Marlins Seele hat jetzt endlich in gewisser Weise Frieden gefunden. Wenn auch in der Nicht-Existenz. Nur zu. Nehmt es. Dieses Kapitel meines Lebens würde ich lieber hinter mir lassen. Glückwunsch. Ihr habt das Schicksal eines dädrischen Artefaktes geändert und seid immer noch am Leben. Tada! Abgeschlossen, der schwarze Stern. Also, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Artefakt, sollte wirklich jeder von euch dabei haben. Und ich werde das mal in einem separaten Verzauberungsvideo zeigen, wie ich das Teil hier eingesetzt habe, um damit einfach eine mächtige Waffe zu erschaffen. Ich sage an der Stelle ganz einfach wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch einen Daumen nach oben oder lasst mir ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal und haut rein.